Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlengrad im LS19er PIN-DLC zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. 19. So, ich habe mich jetzt zu unserem Beta-Kick begeben. Der ist nämlich jetzt nach der gestrigen Folge nochmal fertig geworden. Und ja, Philipp hat sich gleich mal den wunderbaren Tieranhänger hintergeschnallt, ne, und bist jetzt auf dem Weg, Tiere zu kaufen. Wunderschön bei einem Schäfchen, den wir schon besprochen hatten. Gesundheit, wenn ich gerade die Tasche. Nein. Ne, da. Warum ist es genau jetzt dazu gekommen? Jetzt, wo ich so, schön in meine 58 km/h gefahren bin. Weil ich immer 3,50. Wenn ich schön angenehm 3,50 km/h gefahren bin. Ich habe mich noch letztens mal durchschlingen können, aber das klappt wahrscheinlich auch nicht immer. Ich hatte letztens schon Glück. Dann machen wir mal GPS aus, brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt auf der Straße unterwegs. Ich schalte mal hoch. Jetzt muss ich runterschalten, so. Da haben wir gestern die wunderbare Mission gemacht. Und heute werde ich mir jetzt nochmal schnell. Haben wir. Ich will jetzt gerade mal überlegen, haben wir unsere Düngerstreu gekauft? Nee, ne? Ne, haben wir nicht. Das war auf der Baltik, wo wir uns den gekauft haben. Ach, die VCA schaltet automatisch, wenn man auf Automatikgetriebe geht. Ja. Hat's bei mir einfach gerade nicht. Wow. Egal. Was für Schäfchen soll man nehmen? Schwarz? Nee, weiß. Ich meine schwarz-weiß oder? Nee, normale Schafe weiß. Komplett weiß. Nein, mein Radio, ja, so wie halt eine normale Schafe aussieht. Ja, das gibt's. Aber mit schwarzem Kopf, schwarzen Beinen, schwarzen Öhrchen und weißer Wolle. Und schwarz, weiße Beine. Dann machen wir es so: Beine. Nimm ein bisschen weiß, nimm von allem etwas. Ich habe jetzt schon komplett weiß voll gemacht. Ja, wir holen ja noch ein paar Ladungen. Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz umstellen auf Also muss ich einmal runterschalten. Manuelles Ding. Weil sonst kann es nämlich sein, dass wir dann keine lebendigen Schafe mehr haben. Oh. So wie sie schaltet. So, warte, wir gehen jetzt erstmal hier waschen. Unser wunderschönes Gespann. Da steht er, wir haben fast nicht gesehen. So, runterschalten. Ja, das können wir drin lassen. So. Okay. Erstmal den Betrag ein bisschen waschen, aber nur unten, dass es nicht so krass in die Scheiben reinspritzt. Wir könnten natürlich von innen auch waschen, aber innen ist ja noch irgendwie zu sauber. Da kommen wir dann später mit dem Staubsauger. Ja, ja. So. Ja, das wird sauber. Machen wir noch die Gewichtschiene hier. So, was hat. Dass das auch wieder glänzt, ne? Ich habe natürlich oben offen, damit die Schäfchen auch den Himmel sehen können. Ja, und ich denke, was sehen wir jetzt, Mutti? So, Sämaschine. So, sag mir, wenn ich am Hof bist, weil dann mache ich nochmal einen Blutlöffel heute. Ja, die glänzt wieder, ne, würde ich sagen. Ja, doch. Der gröbste Dreck ist weg. Andere sollen wir vielleicht rausmachen. Wäre vorteilhaft. Also, die Frage braucht die reparieren. Schaut eigentlich noch relativ gut aus, ne? Und nicht zu verkratzt. Die passt schon mal. Ah, da vorne kommt er. Dann packen wir schnell diese Sämaschine weg. Und dann mache ich einen Screenshot. Kommt die rein? So. Ja. Irgendwo hinten. Ah, da vorne hin. Da vorne hin. Schön. Nee, ja, da vorne hinten, genau. Das wird nix. Oh. Ich habe eigentlich noch ein bisschen Abstand zum Tor, aber gut. Laut der guten LS-Physik nicht. So, wir können hier ein bisschen zurück, ne? Das ist. Ist ja kein Problem, so passt. Nehmen wir mal Vorwärtsgang wieder rein. Eigentlich vom Hänger ist zu kurz. Ah, gut, ne? Hier. Och man, ich bin auf der falschen Seite. So, packen wir jetzt hier mal, da werde ich mir dann den Steuer schnappen zum Fahren. Ich glaube, soweit ich weiß, muss der hinten hin, ne? Oder?
Oh ne, da vorne, da vorne, da vorne ist die Anlieferung, stimmt. Oder? Macht sie das Tor? Da ist sie. Kann man hier was aufmachen? Nee. In Real Life würden wir jetzt ein Tor nur so halb aufmachen. Oh, da geht hier. Vorsichtig, ist dran. Nee, vorsichtig, rückwärts ran, Teuner. Gegen gedonnert. Du. Du stehst an. Ich weiß. Den. So. Schnapp dir mal den Hoftrag oder willst du die nächsten holen? Passt. Ist mir eigentlich relativ egal. Ja, dann würde ich sagen, hol du die nächsten, ich nehm. Ah, da ist er. Nimmst du noch so? Ja, macht er. Gut. Dann sag ich mal, ich schnapp mir den Weidemann. Mhm. Fahr aber vorsichtig, ne? Die soll noch leben. Ja, ja. Ich habe jetzt momentan keine drin, da kann ich schon ein bisschen draufdrucken. Ja, jetzt noch nicht, aber dann, wenn welche drin sind, die Baufahrer fangen dann noch, ne? Ja, ja. Das ist eine große Einnahmequelle. Ja. Aber es ist natürlich auch, ich weiß gar nicht, was brauchen die alles? Heu, Wasser, Stroh. Meine These. Hab schon länger keine Schäfchen mehr gemacht, aber soweit. Alles gut. Hab's noch retten können. So, jetzt überhole ich aber, Kollege. Drängt mich einfach ab, hier müssen wir rein. Was ist das? Mercedes, Baby, I don't know. Das war's aber nicht so. Gesundheit. Ja. Das haben wir eindeutig gehört. Hab's nur ganz geschafft, mich zu mute. Egal. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Aber nee, kommt nicht, wunderbar. Machst du mal kurz den starken Power aus? An oder aus? Aus. War der noch an? Der ist noch rein. Ich war mir eigentlich der Meinung, ich hab den Ausfall. Egal. Ja, mach ich gleich. Ich fahr bloß hier nochmal schnell rein. Oh Gott, da ist ein Zaun. Eieieiei. Jetzt ist aber aus. Im Normalfall. So, dann fahren wir den. Hoppala. Fahren wir den nochmal ran. Sag mal, hörst du das? Jo. Der ist immer rückwärts. Egal. Ich nehme nochmal die hier nochmal. Was gibt wie viel hier gehen? Ich mache mal voll. Ich brauche schon mal sorry, Leute. So. Ah. Nee, schön. Da haben sie. Ganz weiß, ne? Steady. Jetzt aber. Wie viel wollen wir eigentlich reinmachen? Zwei Hänger haben wir doch, habe ich. Also. Haben wir gesagt? Ja. Ah, stimmt, genau. Okay, gut, das heißt, zwei Hänger, somit ist das der letzte. Dann haben wir noch 44.000. Boah, das passt eigentlich. Dann haben wir auf jeden Fall noch Geld, wenn wir schnell irgendwelche Anschaffungen machen müssten oder was mieten müssten. Na, ich muss jetzt hier dann eh gleich nochmal Dünger ranhauen. Beziehungsweise Düngerstreu mieten. Wir können uns sie natürlich kaufen, aber wir haben. Wir haben noch nicht das gegen Geldfluss momentan. Und ja. Vorne kommt die Kreuzung. Einfach ganz vorne rein. Okay, aber das ist ganz gekommen, gut. Aber da muss man immer gut aufpassen, weil die fahren auch gerne mal einfach über die Kreuzung drüber, obwohl ich eigentlich Vorfahrt dann habe, aber ich stehe nicht egal, ne? Wobei, wenn ich Tiere transportiere, dann weiß ich nicht, du. Dann kannst du das haben, dass das vielleicht anders dann machen. Ey, dieses. So. Also, ich mag den Hofdruck ja schon, ne? Aber. Mhm. Das gepiekt ja ganz klar, der frickt so auf. Ja, gut. Kannst du mich ein Feuer jagen, ey? Alter.
Ist nicht so deins. So. Kann es denn Drescher schon gefallen nicht? Drescher hat es aber auch nicht jeder, oder? Der hat doch die Größe an. Doch. Echt? Okay, so, warte mal, dann machen wir die Auto rüber. Ja, die müssen es. Klick, 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 klick. Bestätigen. Sind drüben, dann können wir eigentlich den Anhänger zurückgeben, oder? Zack. Machst du schon? Nee, mach ich nicht. Okay. Wasser brauchen sie. Garage, Gemüse, Fahrzeuge. Also ich gebe jetzt Druck, ne? Ja, ich kaufe ein Wasserfass, okay? Für 9,5. Ja, kannst du machen. Wir haben keines, wir brauchen sowieso einen Mieten, lohnt sich da einfach nicht. Da kauft man lieber, kauft man es lieber einmal. Das reicht leicht. So. Motor aus. Rundumleuchten aus, dann passt die Sache. Dann schnappen wir uns unseren Steier. Und begeben uns zum. Türen wir natürlich auch auf. Ah. Und begeben wir jetzt uns zum Düngen. Das heißt, wir mieten uns schnell den Düngerstreuer. Was ist denn heute los, du? So, da Düngetechnik. Wer war jetzt auch der billigere? Der hat 1249 in der Miete und der. Okay, wir nehmen den, der ist billiger. Was haben. Nee, kaufen. Kaufen den mal nicht, sonst sind wir komplett pleite. Und das wollen wir ja auch nicht, ne? Jo. Ich bin unterwegs mit dem Hoftrag. Das war doch toll. Nicht schön, ne? Wir haben ja keine Wasserauffüllstelle mehr im Hof, ne? Nee. Shit. Ja. Ich weiß, probier's einfach mal aus, ob es am Fluss geht oder so. Ansonsten müssen wir uns da was platzieren. Was wir uns aber natürlich dann wieder gut schreiben. Rückwärts runterschieben wir doch. Ey, ich hoffe. Also auf der Felsbrunn ging's. Ja! Ja! Kann Staub füllen? Ich kann anhängen. Achso. Falsch, das ist angehängt. So. Warte mal, ich schau mal kurz nach, ne? Auf der Map. Ob es da irgendwo eine Wasserstraße gab. Also eine. Sorry, Leute. Eine Wasserstation, glaube ich, gibt's nicht. Außer natürlich die am Fluss. Ah, da steht er ja. Beziehungsweise der Fluss. Aber ob man jetzt bei dem auftanken kann, du, ich weiß es nicht. Fahr rückwärts ran. Dann schalten wir runter. Schön wendiger ist er mit dem Fass dran. Ich auch. Ich fahr mal rein in den Kreisverkehr. Eieiei. Und wieder raus. So. Der schaut niedlich aus. Das passt aber auch zusammen irgendwie. Ich weiß nicht, ich hab grad. Egal. Suchen wir uns eine seichte Stelle, da wo wir rückwärts runterschieben können. Weiß gar nicht, haben wir noch Dünger-Pickbacks am Hof? Ich glaube zwei. Ja, okay, die müssten noch nicht ausreichen. Ja, du hast ja einmal komplett voll gemacht. Die Frage ist, ob ich da jemals wieder hochkommen werde. Ja, lokal. Ansonsten musst du halt schnell den anderen Traktor holen. Extra gleich schiefer. Das ist ein Elektro, ich glaube, der ist nicht so gut geeignet, mit dem unter Wasser zu fahren. Okay, du bist noch oben. Ich mach mal jetzt kurz automatisches Allrad. Alles ein, was geht. Wir können uns das Spektakel dann angucken. So. Hier wieder hoch. Ganz riesen Momentum, stimmt. Hey, jetzt war ich vergessen. Aber das ist auch wichtig. So. Eieiei. Mobiler Wassertank füllen. L. Oh, er wird voll. Wir bloß mal gesagt haben, ne?
Wir haben einen E-Hoftank. Ja. Ich lauf so knapp. Ich bin mit dem ersten Reifen schon minimal im Wasser und rutsche immer weiter runter. Scheiße. Oh. Das ist natürlich nicht so optimal. Oh. Oh, oh, oh. Aber das Wasser kostet kein Geld, das ist schon mal gut. So. Das müsste Dünger sein. Ja, ich sau. Ja, du. Nee, schön. 29 Liter. Kann man machen. Ich bin vorne in der Luft. Ich bin vorne in der Luft. Ich bin vorne in der Luft. Oh, jojo. Ich bin fast gegen Zug gefahren. Das ist ein bisschen schwer. Jetzt, ich frag dich mal kurz eins. Sollen wir uns diese mobilen, beziehungsweise diese Auffülltanks von der Modding-Welt uns hinplatzieren? Oder sollen wir weiter mit Bigbox arbeiten? Ich würde weiter mit Bigbox machen, weil wir haben jetzt einen Hoftrag. Ja, okay, gut, dann kaufe ich nochmal schnell welche. Wald, wo da waren, oh, fand ich ganz bin vorne vermisst den Ackler. Ich glaube, ich mache da vorne. Wie viel habe ich drin? Ballen rein oder sowas, keine Ahnung. Ja. Dann kaufe ich noch eine Palette. Ich bin vorne perma in der Luft. Und da komm, kauf mal zwei, ist jetzt auch so scheißegal. Ich hol mal dann später ab. Oh. Ich fahr ran so. Und dann mach ich dann gleich hier das Thumbnail, oder? Ich hab tatsächlich schon Bilder gemacht vom T-Rex helfen. So. Wie viel Liter Wasser brauchen die denn überhaupt, die Schäfchen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde mal sagen, nicht allzu viel. Oha. Ich hol mal dann nochmal eins. Hat's denn nicht gereicht? Doch schon, aber ich bin jetzt nur noch halb voll. Und dann werden wir gleich volles dastehen also, haben, damit wir nicht mehr langkommen. Schon dass ich auch wieder mit dem E-Hoftrag fahre. Aber er hat's geschafft, das muss ihm zugute halten. Ja. Aber auch eher schlecht als recht. Ich war mit 40 das Wasser auf Wasser so 25 zu klassen. Du. Läuft der Hoftrag 50? Läuft der 40? Ja, bergab schon. Achso. Runter. So. Oh. 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 Es sind komische Geräusche, die davon, die du dir von dich gibst. Ah, das geht sich sogar alles rein. Ist noch hier vorher auch. Also, ganz ehrlich, irgendwie ist das hier jetzt steiler als ich vorher. Oh oh. Tut mir leid, Herr Händler, ich muss vielleicht gut auf Ihre Hecke drauf fahren. Egal. So. Hier wieder raus. Bist du wieder an die gleiche Stelle hingefahren? Eigentlich ja, aber irgendwie ist die steiler. Oh, oh, oh. Mach ich nicht zu tief im Wasser. Ich guck grad so nach links, wie hoch sehe ich da nur so reinflutschen. Oh man. Irgendwie ist der Hoftrag unter Wasser. Oh, ja. Ja, gut. Nicht schön. Ich weiß nicht, ob ihm das so gut tut. Ja, ich weiß gar nicht, wie es eigentlich bei dir Elektro sah mit Wasser. Ich weiß es nicht, ne? Das hört sich nicht so gut an. Einsteigen. Ja, du musst glaube ich zurücksetzen. Oh Mann. Du hast schon geschrottet. Zurücksetzen. Oh, 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 oh. Nein. Bremse. Oh Gott. Eieiei. Oh. Nicht schön. Erste Gruppe, erster Gang. Zieh hoch. Ich schalt mal hoch. Ist das passiert? Er schafft's. Du schaffst es. Flo? Ja. Stimmt. Flo, nein.
Handbremse! Mann. Die Handbremse nutzt halt nicht mal mehr was. Ich ist das hier! Ich komm da nicht mehr rüber drauf. Ah, okay, bin wieder draußen, alles gut. Das wollte ich gerade weg. Aber vielleicht mit dem Ding in einem Auto vorne drin. Ja gut. Mit dem Arm. So, ich mach mal Allrad an. Allrad sperren, alles was geht. Schaut mir jetzt mal aus, ob ich den Ding wieder rausbekommen werde. Komm schon. Ich glaube, ich war vielleicht auf der anderen Seite. Steuer. Die noch weit bis zu der hier hin, ja so. Jetzt hat. Oh, geht. Ich mach mal den Schwerpunkt niedrig. Das war eher schlecht als recht, aber es geht. So. Er ja, schneller als wie. Ja, 20 ist ich Maximum. Oh, Schwerpunkt. Ah, das kann ich gar nicht mit drin, okay. Ist niedrig gelegt. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ihn raus. Wasser. Wenn man hier drin sieht, was zum Dumm geben wird nicht. Ja, aber das passt, der Abstand, der passt. Einmal ist halt jetzt eben wichtig, jetzt erstmal die Wiesen zu düngen, weil die haben wir halt doch schon länger in Benutzung, sagen wir so. Oder beziehungsweise haben wir schon früher gemäht. Und wenn die dann nachwachsen, da ist dann schon wieder Gras drauf, dann ist es halt immer noch schwieriger, das dann so rauszufinden, wo man schon wieder! Alter, ich krieg das Wasser fast dann immer raus. Nee, oder? Nee. Du musst den Traktor holen. Ich werd den auch nicht rausbekommen, wenn das Wasser fast komplett unter Wasser ist. Ach so. Ja? Ja, dann. Hilft nur noch das gute alte Escape und zurücksetzen, ne? Hab ich gerade. Oder F11. Wäre auch noch gegangen. Dann nicht, ne? Kommt drauf an, wie tief, weil wenn ich mit deinem Spieler ins Wasser reingehst und du musst schwimmen, um das Ding ranzukommen, dann hilft der FF auch nichts, sondern kriegst du es dazu nicht raus. Und dann kannst du es nicht anhebrapschen. Ich hätte es auch nicht rausgebracht. Ja, okay, dann. Dafür haben wir es ja, ne? Der hat gute Menü. So. Hier sieht man direkt, was von Giants als Wiese angelegt wurde und was wir die ganze Zeit mitnehmen, ranstreifen ist. Aber das wird interessant da unten. Wobei, nee, ich muss nur hier fahren, weil das andere geht gar nicht mehr als Wiese. Aha. Ich werde mal auf der anderen Seite, vielleicht. Ich war hier! Hast geschafft. Ja, du warst rechts. Deswegen habe ich vorhin nach rechts geguckt und dachte mir so, der kann aber nicht stimmen. Ja, weil ich bin das erste Mal vom Händler aus und denke mir so, ja, jetzt muss ich dann in die Richtung rüber. Und dann war es noch die andere. So, kann man ausschalten. Fahren wir kurz hier vor. Wir können wieder anmachen. Ja doch, das geht mit einer Bahn aus. Ich glaube, wir schaffen sogar noch in dieser Folge. Wir sind jetzt bei Minute 23. Ja doch. Das müsste funktionieren. Nein. Er hört sich nicht gesund an. Nein. Bin ich wieder reingerollt? Nein. Ich bin gerollt. Ich glaube, du solltest bald den anderen Traktor holen. Beziehungsweise meinen Traktor und nicht den Hoftraktor. Oh Gott. Ich habe irgendwie das Gefühl, mit dem funktioniert es nicht so gut. Aber frag mich nicht, weshalb. Oh Gott. Oh Mann. Nee. Einmal schön gefahren, ne? Dann bin ich. Ich war drin, ne? Okay. Mach voll und rutsch wieder rück jetzt rein. Nee. Toll. Oh schön, ne? Ich weiß gar nicht, wie das bei den Fahrzeugen ist, wenn die jetzt ins Wasser reinkommen. Ob der Elektromotor dann ausgeht oder ob der weiterläuft. Ich sag weiß schätzungsweise nicht. Motorschaden, weil beim Diesel, wenn du noch volle Möhre ins Wasser reingehst, bist du auch im Motorschaden. Ja, aber wenn die Luftansaugung noch aus dem Wasser draußen ist, dann geht's dann noch. Ja, dann. Auch, da weiß, wäre ich mir auch nicht so sicher, weil das kann ja auch alles in die Zylinder mit reinlaufen, das Wasser, und dann stoppt das Wasser den Zylinder. Ja, das stimmt auch wieder.
Im Prinzip, es würde funktionieren, also du könntest. Wenn es jetzt immer noch nicht reinfahren. Geht, dann. Wenn es jetzt immer noch nicht geht, dann nehme ich wirklich was anderes. Wir sind fertig im Infeld. Aber ob es Philipp beim dritten Mal, beim dritten Versuch schafft, sehen wir in der nächsten Folge. Wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Es kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen kostet auch keinen Sinn. Und den roten Knopf draufhaben, falls er nicht getan, Glocke aktivieren, dann bitte diesen verfassen, das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengrad im LS19 LPDC und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao ciao. Rolling the dice, praying.